In der Zeit von Migranten und Flüchtlingen ist das Thema posttraumatische Belastungsstörung ein besonders wichtiges. Denn ich glaube, viele von den Menschen, die hier bei uns landen, die aus Kriegsgebieten kommen, die sind schwer traumatisiert und wir realisieren das häufig gar nicht. Was ich heute machen möchte, ist Ihnen kurz vorstellen, was wir unter einer posttraumatischen Belastungsstörung verstehen, wie wir uns vorstellen, wie sie sich entwickeln könnte, auch was zur Therapie, und einbinden werde ich in diesen Vortrag auch Dinge, die wir am ZI in den letzten 15 Jahren oder so erforscht haben, auch mit Patienten gerade aus Mannheim und Umgebung. Trauma kennen Sie aus der Medizin, Chirurgie, das ist durch äußere Gewalt entstandene Verletzung. In der Psychologie, Psychiatrie gibt es auch natürlich Traumata, das sind eher psychische Verletzungen, definiert als ein kurz- oder langanhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder von katastrophalem Ausmaß, das bei fast jedem Verzweiflung und Probleme mit der Bewältigung auslösen werde. Traumata können ganz unterschiedlich sein. Also eins, das sicher besonders schlimm ist, ist eine Vergewaltigung zum Beispiel oder ein körperlicher Angriff, Raubüberfall. Es kann aber auch sein, dass man das körperliche Gewalt bei, oder eine Verletzung bei jemand anderem beachtet, zum Beispiel Feuerwehrleute können davon betroffen sein, wenn man einen Unfall hat, es können Naturkatastrophen sein, es können aber auch Großschadensereignisse sein wie ein Flugzeugabsturz. Wir haben zum Beispiel die Flugkatastrophe von Rammstein 1988, Leute, die das erlebt haben, untersucht. Es gibt Kriegserlebnisse, Entführung, Terroranschläge, aber auch die Diagnose einer schweren Krankheit oder ein Krankenhausaufenthalt kann auch so ein Trauma sein, das dann eine sich anschließende psychische Störung auslösen kann. Eine, die eben spezifisch an solche Traumata gebunden ist, ist die posttraumatische Belastungsstörung. Natürlich kann ein Trauma auch noch andere psychische Störungen auslösen. Charakteristisch für so eine Störung ist, dass es wiederkehrende Erinnerungen an das Trauma gibt, dass man immer wieder dran denkt, dass im Alltag plötzlich solche, was man Intrusionen nennt oder auch Flashbacks kommen, dass man das Gefühl hat, man ist wieder in der Situation, dass man dann anfängt, alle Situationen, die einen vielleicht daran erinnern können, die dunkle Straße oder irgendein Geräusch, ein Geruch, auch zu vermeiden, auch Gedanken und Gefühle. Es kommt zu Veränderungen im Denken und in der Stimmung, verliert man das Gedächtnis an das Trauma. Bei ganz schweren traumatischen Erlebnissen hat man sogar einen kompletten Gedächtnisverlust beschrieben. Es kommt zu negativen Überzeugungen über sich und andere, Schuldgefühlen, Entfremdung, man hat keine positiven Gefühle mehr, es gibt Probleme in Beziehungen. Und es kommt so eine chronische Übererregung, die sich darin äußert, dass man Schlafprobleme hat, man ist reizbar, man ist aggressiv, man ist schreckhaft und man kann sich auch nicht mehr konzentrieren. Gerade die wiederkehrenden Erinnerungen, das sind eigentlich eine der wichtigsten Symptome, dass eben Gerüche, Geräusche, Gedanken oder sowas an das Trauma immer wieder plötzlich auftreten können, dass man Albträume hat, dass das einen sehr intensiv belastet, dass man auch körperliche Reaktionen bei der Konfrontation hat. Jemand, der das in einem Buch sehr gut beschrieben hat, ist der Jan-Philipp Reemtsma, der ja lange Zeit gefangen war in einem Keller. Das Buch heißt auch Im Keller. Und es ist sehr interessant in dem Buch, er schreibt über sich nur in der dritten Person. Ja? Also er sagt nicht ich, sondern er sagt er, um sich irgendwie von diesem wirklich ganz schlimmen Erlebnis auch zu distanzieren. Und ich lese noch mal kurz ein paar Zeilen vor, wie er dieses intrusive Wiedererleben beschreibt. Er schreibt, da geschah es. Von einer Minute auf die andere war er wieder im Keller. Das Gefühl war wieder da, deckte sich über alles oder schob es weg. Nichts anderes mehr da. Wie beschreibe ich es? Das Ineinander von einer Lähmung, dem Erlöschen aller Lebensgeister, dem Schwinden aller anderen Emotionen, wie der Tiefpunkt einer Depression, die sich über Tage aufgebaut hat, zusammen mit einer Anspannung aller Nerven, einer extrem fahrigen Nervosität, eine Reprise der Kombination von dumpfmachender Verzweiflung und ständig erregter Erwartung. Also er hat das hier, glaube ich, sehr schön beschrieben, wie es jemand geht, der in diesem Trauma
noch Monate und Jahre danach einfach gefangen ist. Vermeidung, hatte ich schon gesagt, ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Prozess, der dazu führt, dass man eben aus diesem Kreislauf nicht mehr rauskommt. Denn wenn man das Trauma und alle Erinnerungen, Gedanken daran vermeidet, dann wird man damit nicht mehr konfrontiert und man kann auch nicht lernen, das irgendwie in sein Leben, in sein Gedächtnis zu integrieren. Viele erinnern sich auch gar nicht mehr an wichtige Aspekte des Traumas, was also auch ein Charakteristikum ist. Sie vermeiden alles Mögliche, engen sich immer mehr ein und es besteht dann auch ein Interesse, weniger Interesse und Teilnahme an wichtigen Aktivitäten. Es kommt zu Veränderungen im Denken und Fühlen. Zum Beispiel würden Sie alle sagen, diese Kätzchen, das ist was Positives. Jemand, der so eine posttraumatische Belastungsstörung hat, der sieht auch positive Dinge nicht mehr als positiv. Und die Hirnregion, die normalerweise Belohnung verarbeitet, die reagiert dort ganz verrückt und reagiert also gar nicht so, wie das bei gesunden Menschen, die diese Störung nicht haben, tut. Also die erleben positive Dinge in dem Fall dann als negativ. Dann sind die Gefühle insgesamt eingeschränkt. Es gibt Schwierigkeiten einfach im Umgang, auch dann mit dem Partner. Man fühlt sich entfremdet, losgelöst von anderen und hat eben ein sehr negatives Selbstkonzept, hat auch das Gefühl, dass man gar keine Zukunft mehr hat. Man hat auch ein erhöhtes Erregungsniveau. Das kann man zum Beispiel messen, wenn Sie einen lauten Ton hören, dann schrecken sie zusammen. Das ist der Schreckreflex, den kann man messen. Unterm Auge kann man das ableiten, die Muskelspannung, und kann dann gucken. Und Patienten, Personen, die so eine posttraumatische Belastungsstörung haben, die haben ganz ausgeprägten Schreckreflex. Also die sind sehr schreckhaft, die haben auch oft sind sehr reizbar, Wutausbrüche, die haben Konzentrationsschwierigkeiten, sind sehr wachsam, wittern überall Gefahrensignale. Alles Dinge, die einem im Leben eben extrem einschränken. Das war etwas zu schnell. In der neuen Klassifikation von Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation gibt es auch im Vergleich zu der posttraumatischen Belastungsstörung, die ich gerade beschrieben habe, die meistens auf ein einzelnes Trauma zurückgeht, diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die besondere Charakteristika hat und die vor allem darauf zurückgeht, dass man ein langanhaltendes Trauma hat. Also immer wieder zum Beispiel vergewaltigt wird. Also ich denke jetzt an die Frau Kampusch, ja, die ja jahrelang zum Beispiel da in Gefangenschaft war und misshandelt worden ist. Also das wäre so ein Beispiel, wo sich dann eine besonders schwere Ausprägung der posttraumatischen Belastungsstörung herausstellt, wo die Patienten auch Probleme haben, ihre Emotionen zu regulieren, die ein sehr negatives Körperbild und Selbstkonzept haben, schwierige Beziehungen haben und oft auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Auf die gehe ich jetzt nicht ein, weil bei uns die Klinik für Psychosomatik sich sehr intensiv mit dieser Art von Störung befasst und dort auch Therapiemöglichkeiten anbietet. Wenn also so ein Trauma auftritt, kann man das einfach gut bewältigen, wenn man Glück hat. Wenn das Trauma nicht so schwer ist, kann es zum Beispiel zu einer Anpassungsstörung kommen. Dann gibt es erstmal so eine akute Belastungsreaktion, die eben vielleicht Wochen anhält. Und dann kann eben so eine posttraumatische Belastungsstörung entstehen. Und wenn das dann noch problematischer ist, kann sich das auch in eine komplexe posttraumatische Persönlichkeitsstörung entwickeln. Interessant ist, dass nur etwa 20% der Leute, die so ein Trauma erleben, überhaupt die Störung entwickeln. Und es wäre jetzt sehr interessant zu wissen, wie es die anderen 80% schaffen, dass die das wieder gut bewältigen. Und das ist auch ein Gegenstand so der Resilienzforschung, wo man versucht herauszukriegen, wie schaffen es Leute eigentlich, mit ganz schweren Situationen zurechtzukommen, ohne dass sie daran zerbrechen. Und das ist, glaube ich, was in Zukunft auch immer wichtiger wird, diese Personen auch zu untersuchen und nicht nur die Patienten zu untersuchen. Es ist eine relativ häufige Störung. Also Traumata sind bei Männern interessanter häufigerweise als bei Frauen. Ich glaube, Männer setzen sich wahrscheinlich schwierigen, gefährlichen Situationen mehr aus. Auf der anderen Seite ist aber dann das Auftreten von der posttraumatischen Belastungsstörung häufiger bei Frauen. Und auch viele der Faktoren, die ich Ihnen dann schildere, die da eine Rolle spielen, finden sich vor allem auch beim weiblichen Geschlecht. Warum das so ist, wissen wir im Moment nicht.
Die Prävalenz mit der Zeit, nimmt mit der Zeit ab und viele Patienten haben das Problem, wissen gar nicht, dass sie eigentlich diese Störung haben und suchen deswegen auch keine Hilfe. Und das ist ein Problem, weil das oft also nicht einfach von alleine zurückgeht, sondern in wie über einem Drittel der Fälle dauert das über 10 oder mehr Jahre an. Die Häufigkeit einer posttraumatischen Belastungsstörung ist abhängig von der Art des Traumas. Ich hatte es schon angedeutet, Vergewaltigung, Konzentrationslager, sehr schwere Gewaltverbrechen zum Beispiel, da ist der Prozentsatz viel höher als zum Beispiel bei Unfallopfern oder ja, nach natürlichen Katastrophen, also wenn irgendwie ein Sturm ist oder eine Überschwemmung oder sowas. Also da ist es relativ niedriger. Verlauf hatte ich schon gesagt. Beim Drittel verbessert sich das innerhalb eines Jahres, im Drittel innerhalb von 5 Jahren. Und viele haben das eben länger. Und ohne Behandlung kann das auch sehr lange andauern. Wir wissen von den Holocaust-Opfern zum Beispiel, dass die zum Teil erst, wie sie dann in Pension gegangen sind, wirklich noch massive Probleme gehabt haben. Und das war ja Jahre, Jahrzehnte eigentlich, nachdem sie das Trauma erlebt hatten. Es gibt viele Begleiterkrankungen, Depression, Alkoholabhängigkeit. Die Suizidgefahr ist auch sehr viel höher als in der allgemeinen Bevölkerung. Und körperliche Erkrankungen, zum Beispiel chronische Schmerzen, sind auch sehr häufig. Historisch gesehen hat man vor allem im Ersten Weltkrieg diese Erkrankung beschrieben, die gab es natürlich auch früher. Und da hat man von Kriegszitterern gesprochen oder auch von der Kriegsneurose. Und man hat damals eigentlich gar nicht gewusst, was man mit denen anfangen soll. Und was man gemacht hat, man hat sie isoliert, zwangsexerzieren lassen, als ob das helfen würde. Und schließlich hat man auch noch elektrische Schläge angewandt, was natürlich nicht die Behandlung ist, die irgendeinen Nutzen hat. Und seit 1980 gibt es den Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung. Und seitdem gibt es auch sehr intensive Forschung, die vor allem in den USA auch durch den Vietnamkrieg ausgelöst worden ist, wo sehr viele Soldaten stark traumatisiert zurückgekommen sind. Es gibt eine Reihe von Modellen, wie so eine posttraumatische Belastung entstehen könnte. Eins der am häufigsten zitierten ist von Frau Ehlers und Herrn Clark. Die gehen davon aus, dass, wie das Trauma ist, das hatte ich Ihnen ja schon gesagt, ob schwer ist, ob schwere Konsequenzen hat, wichtig ist, wie der Zustand der Person ist, wie gut eine Person mit Stress umgehen kann, was sie früher schon erlebt hat, wie man das Trauma verarbeitet. Sehr wichtiger Punkt, auf den ich näher eingehen werde, ist, wie sich so ein Traumagedächtnis bildet, wie das entsteht, dann die Interpretation des Traumas und dann gibt es eine Reihe von Faktoren, die das eben auch aufrechterhalten können. Wir haben am ZI ganz viele von diesen Faktoren untersucht. Wir haben zum Beispiel untersucht, welche Rolle spielen genetische Faktoren, welche Rolle spielt das Stresserleben, wie jemand auf Stress reagiert, wie die Ausschüttung von Stresshormonen eine Rolle spielen kann, Lern- und Gedächtnisprozesse bis hin auch zur Hirnplastizität, also wie ganz bestimmte Hirnregionen hier eben eine Rolle spielen. Das Gedächtnis ist besonders interessant bei der posttraumatischen Belastungsstörung. In der Psychologie unterscheidet man so ein explizites Gedächtnis, also so eins über Fakten zum Beispiel, dass Sie wissen, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist oder über Ereignisse, dass Sie sich noch erinnern können, wo Sie gestern um 18 Uhr waren. Von solchen impliziten Gedächtnisprozessen, von denen wir glauben, dass sie bei Angststörungen, aber auch bei anderen psychischen Störungen eine wichtige Rolle spielen. Eins davon ist klassische Konditionierung. Haben Sie vielleicht schon gehört von Pavlov und seinem Hund, der, wenn der eine Glocke, ihn gefüttert hat, immer eine Glocke hat läuten lassen vorm Füttern, dann hat der Hund nach einiger Zeit angefangen, wie er die Glocke gehört hat, auch schon mit Speichelfluss zu reagieren, weil er schon wusste, jetzt kommt das Futter. Nicht-assoziatives Lernen, das sind so Gewöhnungsprozesse oder Sensibilisierungsprozesse, Belohnungs-Bestrafungslernen gehört dazu oder auch so nicht bewusste Erwartungen. Wir können das am ZI, aber auch anderswo mit einer Reihe von Methoden messen. Wir können mit dem EEG messen, was da im Gehirn passiert, wenn solche Gedächtnisprozesse entstehen. Wir können das mit der Magnetenzephalographie messen. Das misst auch die elektrische Aktivität des Gehirns, aber berührungsfrei. Das kriegen wir gerade als neues Gerät
Oder die Magnetresonanztomographie, das haben wir schon länger, wo wir eben über den Blutfluss im Gehirn uns anschauen können, wie eigentlich solche Lern- und Gedächtnisprozesse bei der posttraumatischen Belastungsstörung eine Rolle spielen. Und ein Faktor, von dem wir wissen, dass er sehr wichtig ist, der auch bei Angststörungen wichtig ist, dass es so ein emotionales Gedächtnis gibt, das durch diese traumatische Erfahrung entsteht, das gar nicht in der Großhirnrinde unbedingt groß gespeichert ist, sondern dass vor allem solche subkortikalen, tiefer gelegenen Hirnareale involviert und wo viele Spuren der Erinnerung auch in der Amygdala, also einer von diesen Strukturen, die eben für die Speicherung, für das Gedächtnis von solchen emotionalen Prozessen sehr wichtig sind. Diese Lernprozesse kann man dann untersuchen und schon in den Anfang, ja, also 2006 gab es die erste Studie, die gezeigt hat, jemand, der ganz leicht so eine Furchtreaktion lernt, wenn er also ein neutraler Reiz ist, der als ein Gefahrensignal ist dafür, dass jetzt was Schlimmes passiert und dann ist ein anderer Reiz, der ein Sicherheitssignal ist. Leute, die das ganz schnell lernen, dass dieses Signal hier Furcht vorhersagt und dann ganz schnell eine Furchtreaktion lernen und vor allem Leute, die ganz langsam wieder verlernen, das sind die, das kann man schon, bei den Leuten ist das schon bevor sie ein Trauma erlebt haben gemessen worden und man konnte dann hinterher feststellen, dass die viel leichter eine posttraumatische Belastungsstörung erwerben. Das heißt, Furchtlernen vorher ist sowas wie ein Risikofaktor, der dann leicht zu so einer Störung führt. Das können wir auch bei Patienten, die schon eine posttraumatische Belastungsstörung haben, wenn wir denen auch wieder so einen neutralen Reiz geben und dann ein Bild, nur ein Bild, gar nicht mal das echte Trauma, das passiert ist, zum Beispiel vom Unfall zeigen, dann lernen die ganz schnell eine Furchtreaktion auf dieses Bild. Und ganz wichtig, auch die verlernen die nicht wieder. Also hier bietet man das ein paar Mal da und am Schluss gibt es gar keinen negativen Reiz mehr. Also dieses Bild wird dann gar nicht mehr dargeboten, aber die verlernen das nicht wieder. Die haben immer noch eine starke Furchtreaktion und wir wissen auch, dass hier die Verbindung zwischen Hirnarealen wie eben dieser Amygdala, die für dieses Furchtgedächtnis sehr wichtig ist, und zum Beispiel solchen frontalen Arealen im Gehirn, die auch hemmend wirken können auf dieses Furchtgedächtnis, dass das gestört ist bei diesen Patienten. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, dieses emotionale Gedächtnis, das da gespeichert wird durch die traumatische Erfahrung und das irgendwie nicht mehr gelöscht wird bei manchen Patienten. Wobei man sagen muss, dass das nicht bei allen so ist. Also die, über die ich heute reden werde, sind so diese klassische posttraumatische Belastungsstörung haben nach einem Unfall oder nach anderen Erfahrungen. Da ist es so, während diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung, da scheint so zu sein, dass dann viele Hirnregionen einfach nach unten reguliert werden. Und da ist die Amygdala dann als Furchtzentrum sozusagen oder als Furchtgedächtnis, war ja gar nicht so wichtig, sondern da passiert eher sowas, dass dann einfach alle Wahrnehmungen und alle Gefühle abgeschaltet werden und jemand so ein bisschen wie ein Zombie eigentlich durch die Gegend läuft, als einen Bewältigungsversuch, damit klarzukommen. Und diese Leute muss man natürlich anders behandeln. Personen, da sagt man auch, dass die eine Dissoziation haben, also die fühlen sich oft auch außerhalb ihres Körpers oder die nehmen überhaupt keinen Schmerz wahr, muss man natürlich anders behandeln als die, wo so eine emotionale Überreaktivität da ist, wie ich sie Ihnen jetzt geschildert habe. Der zweite wichtige Punkt, der hier wichtig ist, oder eine andere Hirnstruktur, die hier wichtig ist, ist der Hippocampus. Ich hatte Ihnen vorher schon gesagt, es gibt sowas wie ein explizites Gedächtnis, also dass Sie bestimmte Fakten wissen oder sich an Ereignisse erinnern. Und der Hippocampus ist eine Hirnstruktur, die dafür ganz wichtig ist, der das einspeichert. Und der dann eben, während also die Amygdala eher dieses Furchtgedächtnis einspeichert, ist der Hippocampus eine Region, die eben für diese expliziten Gedächtnisfunktionen wichtig ist. Und man kann zeigen, dass Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung tatsächlich einen kleineren Hippocampus haben. Man hat gesagt, gut, Stress, wir wissen, Stress schädigt auch diesen Hippocampus und das Gedächtnis und kann also natürlich auch so eine Verringerung haben, aber vor einigen Jahren haben Zwillingsstudien nahegelegt, dass, also die haben Zwillinge untersucht, die im Krieg waren, Kriegserfahrung hatten und der
zweite Zwilling war da nicht. Und haben die dann und haben sich welche angeguckt, die eben so eine posttraumatische Störung entwickelt haben oder nicht, oder welche, die eben diese Kriegserfahrung hatten, aber keine Störung entwickelt hatten. Und dann auch der Zwillingsbruder oder Schwester, die nicht in einem Kriegsgeschehen waren. Und was man halt zeigen konnte, ist, dass die Leute, die Zwillingsbrüder, auch schon einen kleineren Hippocampus hatten, obwohl die also gar nicht in der Kriegssituation, ja, und von denen, die dann eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hatten, während die nicht entwickelt haben, die hatten einen größeren Hippocampus. Ist dann ein bisschen kritisiert, weil man gesagt hat, klar, diese Veränderungen im Hippocampus können auch eine Folge von der posttraumatischen Belastungsstörung sein, aber das war so eine erste Studie, die mal gezeigt hat, dass das schon auch was sein könnte, was vor der Störung auftritt und einen vulnerabler macht, empfänglicher macht für so eine posttraumatische Belastungsstörung. Woraus man dann so eine Theorie aufgestellt hat, könnte das sein, wenn der Hippocampus klein ist oder eine Läsion hat, dass ich dann das Trauma nicht richtig integrieren kann in mein Gedächtnis, und habe ich dann gleichzeitig aber ein ausgeprägtes emotionales Gedächtnis, also diese Amygdala-Überreaktion, und könnte es sein, dass dieser Gegensatz von den beiden eben dazu führt, dass diese posttraumatische Belastungsstörung anhält und entsteht, weil das Gedächtnis sozusagen so fraktioniert ist und ich gar nicht mehr in der Lage bin, das richtig aktiv zu vergessen, weil ich einen Teil von dem einfach in meinem bewussten Gedächtnis gar nicht drin habe. Ja, und da hat uns eine Selbsthilfegruppe in Ramstein geholfen, diese Frage zu beantworten. Die sind nämlich ans ZI gekommen, schon viele Jahre, nachdem die in dieser Katastrophe waren, und etwa die Hälfte der Leute, die wir gesehen haben, die haben eine Störung entwickelt hinterher, und die andere Hälfte, die ist sehr gut und gut damit zurechtgekommen. Und dann haben wir uns gefragt, ist deren Gedächtnis tatsächlich verändert? Wie sieht das also aus? Und wir haben denen einen Fragebogen gegeben darüber, was in Ramstein passiert ist. Ja? Also entweder Fragen auf Ramstein bezogen, dann hatten wir noch Kontrollfragen, wo wir gesagt haben, vielleicht können die sich generell nicht gut erinnern. Und wir hatten auch neutrale Fragen, alle in der Zeit, wo Ramstein das Unglück, das Flugzeugunglück, also es war diese Flugschau, wo eben Flugzeuge abgestürzt sind. Das war 1988, und die haben dann so Fragen gekriegt. Und Beispielsfragen wären, ja, wodurch wurden die Flugvorführungen am Morgen des Flugtages gefährdet? Gab es Ausschreitungen oder dichten Nebel oder Windböen? Dann gab es Fragen zu unangenehmen Dingen, die in der Zeit passiert sind, wie im U-Bahnhof in London, dass da ein Flammeninferno war, die mussten sie auch beantworten. Und dann gab es neutrale Sachen, ja, also welche UNO-Resolution ist in dem Jahr gemacht worden. Und dann haben wir uns angeschaut, wie die Fragen beantworten, und es kam was ganz Interessantes raus. Es gab keinen Unterschied zwischen denen, die eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten hatten, und denen, die das Trauma erlebt haben, aber psychisch gesund waren, in der Beantwortung dieser Ramstein-Fragen. Und wenn das so wäre, dass da die eine Gedächtnisstörung hätten, dann müssten die, die jetzt keine posttraumatische Belastungsstörung haben, ja viel besser sein als die anderen. Und das waren sie nicht. Und natürlich waren die Gesunden schlechter, die wir da hatten. Also die nie in Ramstein waren, die wussten das nicht. Ja, die waren nicht da, die konnten das natürlich nicht einschätzen. Das heißt, diese Idee, dass es so eine Dissoziation gibt zwischen diesem bewussten Gedächtnis des Traumas und dann eben diesem eher impliziten emotionalen Gedächtnis, die ließ sich eigentlich mit diesen Daten nicht belegen. Das Einzige, was wir zeigen konnten, ist, dass die Hirnaktivität schon anders war von denen, dass die sich sehr viel mehr anstrengen mussten, die Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, das zu erinnern. Aber das wissen wir ja, weil die oft Konzentrationsprobleme, Gedächtnisprobleme und so weiter haben. Gut, was könnte es jetzt sein, was dann vielleicht eine Rolle spielt, wenn es nicht dieses explizite Traumagedächtnis ist? 2014 ist der Nobelpreis in Medizin an Gedächtnisforscher verliehen worden, die O'Keefe und die Frau Moser und der Herr Moser,
Die haben eine Funktion von diesem Hippocampus, von dieser Hirnstruktur herausgefunden, nämlich dass das sehr wichtig ist, dass das wie ein GPS-System ist, hat man hier in der Zeitung geschrieben, wie ein GPS-System im Gehirn, dass das sehr wichtig ist, wie ich meine Umgebung erkennen kann, auch wie ich in meiner Umgebung navigiere, also dass ich Dinge finde. Und die haben Zellen entdeckt, die da wichtig sind. Und so, dass wir uns gedacht haben, vielleicht ist es gar nicht so, dass nicht dieses explizite Gedächtnis gestört ist, aber vielleicht ist bei diesen Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung das Kontextlernen irgendwie gestört, das Umgebungslernen, dass die nicht in der Lage sind, das Trauma, was ja eine sehr starke emotionale Reaktion macht, richtig in ihre Umgebung zu integrieren. Das heißt, auf der einen Seite denken die, das ist im Hier und Jetzt, ja? Sie können irgendwie sich nicht gut erinnern, dass das eigentlich schon lang vorbei ist. Und auch, dass diese einzelnen Umstände, in denen diese Fetzen, diese Gerüche, diese Emotionen, die sie noch haben, wenn sie das integrieren könnten in ein gesamtes Bild, eine gesamte integrierte Erinnerung bilden könnten, dass sie dann vielleicht mit diesem Trauma sehr viel besser umgehen könnten. Also so die Idee, und man kann das tatsächlich zeigen, das ist jetzt ein kleiner Film, man kann da virtuelle Realität dazu benutzen, um Leute durch bestimmte Umgebungen navigieren zu lassen. Der müsste jetzt eigentlich angehen, genau, durch Räume oder durch andere Umgebungen. Und dann kann man während die durch so einen Raum navigieren, kann man lautes Geräusch geben, was ein Gefahrensignal ist, oder einen leichten Schmerzreiz geben an der Hand. Und dann kann man gucken, ob die diese Umgebungen unterscheiden können und ob die unterscheiden können, was ist eine gefährliche Umgebung und was ist eine sichere Umgebung. Und also hier wäre so ein Beispiel. Das eine, was ich Ihnen oben gezeigt hatte, ist so das Lernen von einzelnen Reizen, was eben bei diesen Patienten offensichtlich besonders stark ausgeprägt ist, was die Amygdala macht. Und der Hippocampus, diese Hirnregion, macht eben genau dieses Kontextlernen. Und dabei ist es wichtig, Sie sehen, wie gut Sie das sehen können, dass diese Kontexte sich gar nicht unterscheiden in den einzelnen Teilen. Denn dieser Hippocampus ist nicht wichtig, darüber was zu lernen, wie so ein Einzelteil jetzt zusammenhängt mit dem Gefahrensignal, sondern hier müssen die also ganz genau hinschauen, wo ist der in der Umgebung ein Unterschied, und hier sieht man nur, dass der Schrank hier einmal hier steht oder einmal hier steht. Und dieses Lernen über solche großen Umgebungsreize, Kontextreize, das ist was sehr typisch ist für den Hippocampus. Und genau das scheint das zu sein, was bei Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung gestört ist. Hier sieht man das nur, dass der Hippocampus tatsächlich anspringt, wenn man so ein virtuelles Lernen macht, dann ist der Hippocampus sehr aktiv, und die können dann auch Gesunde können Gefahrensignale sehr gut vorhersagen. Macht man dasselbe mit Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, sieht man, dass die überhaupt nicht in der Lage sind, so eine Umgebung, die gefährlich ist, von einer Umgebung, die sicher ist, zu unterscheiden. Das schaffen sie erst, wenn man ihnen noch so einen einzelnen Reiz dazu gibt, so ein Dreieck oder einen Kreis. Und die verlernen das auch nicht mehr. Das heißt, die behalten das auch bei, wenn so eine Umgebung überhaupt nicht mehr gefährlich ist. Das heißt, die schätzen dann alle Umgebungen, in denen sie sind, als gefährlich ein und können nicht mehr unterscheiden, ist jetzt eine sicher oder ist eine gefährlich. Das wird dann auch erklären, so Symptome wie diese Hypervigilanz, dass die auf alle Reize eben sehr, sehr stark achten. Und dass sie das auch nicht mehr verlernen können, denn man braucht auch eine gute Verarbeitung von dem Kontext, um eine Furchtreaktion wieder zu verlernen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man da sehr schön zeigen konnte. Und was man auch zeigen kann, ist, wenn die also schon, hier sind Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, die lernen eine Furchtreaktion in einer Umgebung, dann verlernen sie es in der dritten, und eine Woche später kommen sie wieder. Und man guckt, wenn man jetzt eine neue Umgebung macht, da kriegt man leicht wieder Angst, wie es bei denen ist. Und man sieht hier, dass die Gesunden ein bisschen Angst kriegen, die Patienten, die Personen, die traumatisiert sind, aber keine Patienten sind, ein bisschen mehr. Und die, die jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung haben, die haben da eine ganz starke Rückkehr von ihrer Furchtreaktion. Und das sieht man auch im Gehirn gerade wieder, die Amygdala ist da sehr aktiv. Also das heißt, die lernen Furcht schneller, sie verlernen sie schlechter, sie kommt auch schneller zurück. Und das Ganze hat damit auch zu tun, dass sie das nicht richtig in ihr Gedächtnis integrieren können, dass sie also vor allem
diese einzelnen Reize nicht richtig in die Umgebung integrieren können. Das scheint also ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Weitere Sachen sind, dass man zeigen kann, dass bestimmte genetische Auffälligkeiten, die Personen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung haben, dass die gerade auch beeinflussen, wie der Hippocampus in solchen Situationen reagiert. Also das passt sehr gut zu diesen Überlegungen. Und in letzter Zeit hat es auch sehr viele Untersuchungen nicht nur zur Genetik, sondern zur Epigenetik gegeben. Was ist Epigenetik? Das sind Veränderungen am Erbgut, die nicht den genetischen Code selbst betreffen, sondern die bestimmen, ob Gene an- oder ausgeschaltet werden. Und was sich hat zeigen lassen, ist, dass bei Mäusen zum Beispiel die Nachkommen von anderen Mäusen, von Eltern, ja, die traumatisiert worden sind, dass auch die Nachkommen Veränderungen hier in dieser Fähigkeit, Gene ab- oder anzuschalten haben, obwohl die nie ein Trauma erlebt haben. Das heißt, man kann das anscheinend auch über mehrere Generationen weitergeben. Und das hat man zum Beispiel auch bei Nachkommen von Opfern vom Holocaust untersucht. Ein letzter Punkt, den ich kurz ansprechen wollte, ist, das ging jetzt ein bisschen zu schnell, ist, dass ein wichtiger Faktor, der diese Störung auch aufrechterhalten könnte, ist, wie jemand auf Stress reagiert. Wir wissen, dass es so Stresshormone gibt, die ihm sehr wichtig sind dafür, wie man mit unterschiedlichsten Stressbelastungen umgehen. Und man kann zeigen, dass Personen, die so eine posttraumatische Belastungsstörung haben, dass die Stress, und zwar einen, der gar nichts mit dem Trauma zu tun hat, die mussten Kopf rechnen unter Lärm in dieser Situation, dass die den sehr viel stärker erleben und dass die dann, wenn man zum Beispiel misst, wie gut die eigentlich Stress jetzt hemmen können in so einer Situation, kann man zeigen, ein Maß dafür ist, wie schmerzempfindlich die sind und Personen, die in einer akuten Stresssituation sind, die nehmen Schmerz gar nicht richtig wahr. Das sieht man hier bei den Gesunden, da geht in dieser Situation, sind die weniger schmerzempfindlich, die Schmerzschwelle geht hoch, aber die Personen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, die machen das ganz extrem. Die schalten sozusagen alles ab, den ganzen Körper ab, deswegen können die dann, sind die nicht schmerzempfindlich, in solchen Situationen diese emotionale Taubheit, die oft haben, dass die sich auch mit anderen Leuten nicht richtig emotional auseinandersetzen können, das könnte alles damit zu tun haben, dass der Körper einfach in einer Stresssituation bei diesen Patienten zumacht und nicht richtig mehr auf Stress reagiert. Und man kann auch zeigen, dass ein Stresshormon, das Cortisol, bei denen auch eben verändert ist, dass das weniger vorhanden ist und wenn man weniger davon hat, kann man in so Stresssituationen nicht adäquat reagieren. Das heißt, das Fazit jetzt mal zu den Ursachen, kann man sagen, dass dieses emotionale Lernen dazu führen könnte, dass eben dieses Erleben von dem Trauma in der Gegenwart da ist, dass Vermeidung da ist, dass wenn die Personen sichere und unsichere Umgebungen nicht unterscheiden können, dass die dann in allen Situationen eben sehr aufmerksam sind, überängstlich sind, dass diese emotionale Taubheit und Dissoziation damit zusammenhängen könnten, dass die eben auf Stress so überstark reagieren und dass diese mangelnde Löschung, das Vergessen von Furcht vor allem dadurch bedingt sein könnte, dass sie eben das Trauma nicht richtig in ihr Leben und integrieren können. Was hat das jetzt für Konsequenzen für die Behandlung? Da möchte ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Das Wichtigste bei diesen Personen ist, dass sie sich mit dem Trauma auseinandersetzen, dass sie das lernen, dass sie es nicht länger vermeiden. Das ist natürlich extrem schwierig, weil das natürlich schmerzhaft ist, das habe ich Ihnen vorher ja auch gesagt. Dann ist es sehr wichtig, dass man die bewusste Erinnerung an Details des Traumas, also diese Einbettung in den Kontext, verbessert, dass man aktive Bewältigung und Löschung der emotionalen Reaktionen befördert. Es gibt Leitlinien für die Behandlung psychischer Störungen, so auch für die posttraumatische Belastungsstörung. Das ist noch eine Version, die demnächst, also die sind gerade in Überarbeitung, aber in dieser Version, die auch im Moment noch gilt,
ist als erster Punkt genannt, dass man, wenn es noch andere Störungen gibt als die posttraumatische Belastungsstörung, dass man die erstmal behandelt, um eine Stabilität zu erzielen. Also wenn jemand abhängig ist oder eine Depression hat oder Suizidgedanken hat, dann kann man nicht einfach eine Traumatherapie machen. Dass medikamentöse Behandlung sehr sinnvoll sein kann, ergänzend zu so einer Psychotherapie, aber das Wichtigste nach diesen Leitlinien in der Therapie sollte die Bearbeitung der traumatischen Erinnerungen sein. Dann sollte man als Therapeut speziell qualifiziert sein. Und die Psychotherapie sollte eine Konfrontation mit diesen Erinnerungen aufweisen, damit sie eben besser integriert werden können. Dann ist klar, steht da drin, dass sie sehr gut vorbereitet muss. Das können Sie sich ja vorstellen, wenn jemand sehr traumatisiert ist, sehr viel Angst hat, das jahrelang vermieden hat, ist das nicht so einfach zu behandeln. Man muss aufpassen, dass eben nicht Substanzmissbrauch, Suizidgefährdung oder sowas vorliegt. Und manchmal kann es sein, dass wenn man durch diese Traumaarbeit durch ist, dass man dann noch ein bisschen mit dem Patienten weiterarbeiten muss, weil die erstmal gucken müssen, dass sie sich im Leben eben neu orientieren können. Da gibt es so ein Schema, das eben von den Leitlinien auch vorgegeben ist, wo man der Reihe nach eben Diagnose machen kann und dann gucken kann, ist es jemand, der erstmal in die psychiatrische Akutversorgung muss, ist es jemand, der erstmal vorbehandelt werden muss oder habe ich jemand, dem ich gleich so eine traumaadaptierte Therapie eben geben kann. Was macht man in der Traumatherapie? Es gibt zwei Zugänge, die sich als vorteilhaft erwiesen haben. Erstens so eine Exposition, dass man sich dem Trauma stellt. Dann das zweite ist so eine kognitive Therapie, wo man versucht, das Gedächtnis so dahin zu ändern, dass man das Trauma in das eigene Leben, ins eigene Gedächtnis integrieren kann. Und wie gesagt, hatte ich schon gesagt, wenn bestimmte andere Bedingungen da sind, psychotische Symptome, Suizidalität, dann macht man natürlich nicht diese Therapie. Warum macht man so eine Exposition? Das klingt ja irgendwie ziemlich schrecklich, ja? Wenn ich das Trauma, das ich erlebt habe, der Vergewaltigung oder sowas, das ist ja wirklich was Schreckliches, einfach wieder erleben soll. Aber wenn man sich dem aussetzt, das glauben einem die Patienten nicht, aber sie merken es dann, wenn man sie in die Therapie tut, gewöhnt man sich daran. Also dieses ganz Schlimme, wo man sagt, das ist so schlimm, das überlebe ich nicht, das wird dann plötzlich weniger schlimm. Einfach, weil man das länger aushält, weil man da konfrontiert ist. Wir wissen auch, dass dieses Traumagedächtnis, negative Interpretation des Traumas durch so eine Exposition deutlich verbessert wird. Und man kann eben diese automatische emotionale Reaktion mit neuen Kontextinformationen verknüpfen. Man lernt, das ist nicht mehr gefährlich. Ich bin jetzt und nicht in einer sicheren Situation. Das ist nicht die Situation, in der ich vor 12 Jahren war, wo ich was Schlimmes erlebt habe. Und kann dann eben dem Leben so ganz anders wieder gegenübertreten. Wie macht man so eine Exposition? Wir machen das auch bei uns in der Ambulanz. Also es kommt erst so eine Phase, wo man mit dem Patienten darüber redet, warum ist das überhaupt gut? Also was ist der Grund? Warum macht es Sinn, sowas zu machen? Dann macht man das meist erst in der Vorstellung. Viele Patienten geht man nicht direkt in die Situation rein, sondern macht es erstmal mit Gefühlen, Gedanken, Vorstellungsbildern, Tonaufzeichnungen, die man sich dann zu Hause abhört. Und dann geht man wirklich in die Situation hinein. Und da kommt jetzt auch die virtuelle Realität hinein, über die ich dann noch was sagen würde, weil viele Patienten, die finden das sehr schwierig, in so eine Situation wirklich reinzugehen. Und wenn man das in der virtuellen Realität machen kann, dann ist man nicht wirklich in der Situation, aber sie ist trotzdem sehr lebensnah. Pharmakotherapie ist, wie gesagt, nicht als alleinige Therapie, kann aber unterstützend sehr gut sein. Da ist ein kleiner Fehler. Antidepressiva soll das heißen. Benzodiazepine werden manchmal gegeben, wirken aber nicht auf alles und können auch Chronifizierung verstärken und Abhängigkeit machen. Und soziale Unterstützung ist auch ein wichtiger Faktor. Das heißt, man oft, da die sozialen Beziehungen von Personen mit so einer traumatischen Belastungsstörung auch beeinträchtigt sind, gibt es auch Möglichkeiten mit der Familie, mit dem Partner und so weiter zu arbeiten. Verbesserung ist, wenn man so eine Konfrontation mit kognitiven Elementen kombiniert, viel besser als nur eine Konfrontation alleine im Vergleich zu einer Kontrolle. Man kann auch über Prävention von der posttraumatischen Belastungsstörung nachdenken, wenn man sehr früh schon interveniert. Es gibt Daten, die zeigen, wenn
Leute schon früh Symptome zeigen, macht es Sinn? Wenn Leute keine Symptome zeigen, nachdem sie so ein Trauma erlebt haben, kann jetzt frühe Intervention auch schädlich sein? Da gibt es auch Studien dazu. Man muss also genau gucken, wer für so eine Frühintervention geeignet ist. Das kann eine traumafokussierte, kognitiv-verhaltenstherapeutische Intervention sein. Bei großen Katastrophen hilft auch praktische Hilfe, stützende Verfahren. Und von den Medikamenten her weiß man, dass hier das Hydrocortison, das eben in die Stressachsenaktivität eingreift, dass es da auch Hinweise gibt, dass das, wenn man das sehr früh gibt, gleich wenn so eine traumatische Erfahrung entsteht, dass das auch einen positiven Effekt haben kann. Ja, ich wollte noch kurz auf unser neues Zentrum für innovative Psychotherapie und Psychiatrie und Psychotherapieforschung eingehen, wo wir viele neue Möglichkeiten jetzt haben, auch innovative Therapien zu entwickeln. Auf der einen Seite pharmakologische neue Therapien, aber auch experimentelle Psychotherapie. Da kommt hier virtuelle Realität etwas rein. Dann können wir natürlich auch, wir haben jede Menge von neuen Geräten, die es uns helfen, viel besser zu verstehen, was im Gehirn passiert, auch biochemisch im Gehirn passiert, zum Beispiel durch das PET-MRI. Und wir haben auch eine Biomarker-Plattform, wo wir eben gucken wollen, welche von diesen vielen biologischen Faktoren, die hier auch eine Rolle spielen, inwieweit können wir hier rauskriegen, ob die eben auch Vulnerabilitätsmarker sind oder inwieweit können wir die dann auch entsprechend heranziehen und verändern. Ja, die Idee, virtuelle Realität, also so eine Brille zum Beispiel zu verwenden, ist eigentlich das erste Mal aufgekommen bei amerikanischen Soldaten. Die hat man damit behandelt in den letzten Jahren und es wurde von Patienten und Therapeuten sehr positiv bewertet, sodass wir das jetzt auch am ZI aufgreifen wollen. Zum Beispiel kann ich hier so eine virtuelle Tunnelfahrt machen mit einem Unfallopfer, also jemand, der nicht mehr ins Auto geht, weil er irgendwie einen schlimmen Unfall erlebt hat. Und das ist natürlich viel besser, das erstmal virtuell zu machen, hier in dieser geschützten Umgebung, als dass ich dann mit dem Auto jemand durch den Tunnel fahre und der kriegt so einen Schreck und eine Angst, dass das dann eben doch wieder ein Problem ist. Gehirntraining ist auch was, was wir, uns am ZI interessiert. Können wir die Hirnregionen, die eine Rolle spielen bei einer Erkrankung, durch Biofeedback, dadurch, dass wir den Leuten zeigen, welche Aktivität in der Hirnregion ist, beeinflussen? Das haben wir zum Beispiel gemacht bei bestimmten Hirnregionen wie dem Gyrus cingulae oder der Inselregion, kann man ihm zeigen, dass man das trainieren kann im Verlauf von einigen Tagen, das zu verbessern. Und das hat dann auch eine Auswirkung im Verhalten, dass man eben zum Beispiel bestimmte Reize positiver sieht oder in dem Fall hier den Schmerz, den man da gegeben hat, als weniger unangenehm erlebt. Ja, komme ich zum Schluss. Was wäre interessant in nächster Zeit zu untersuchen oder was sollten wir tun? Wir müssen vor allem, denke ich, über Resilienz forschen mehr. Also was macht Leute sozusagen immun vor so einer Störung? Prävention ist natürlich immer besser, als dann zu therapieren, wenn das Problem schon chronisch ist. Aus der Genetik, Epigenetik, Untersuchungen zur Genexpression sind sicher ganz wichtige Dinge, um mehr über die Mechanismen zu erfahren. Wir brauchen Längsschnittstudien. Wir wissen sehr wenig, warum es Geschlechtsunterschiede gibt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was wir angehen müssen. Wir wissen auch, dass entzündliche Prozesse eine Rolle spielen können bei dieser Störung. Da gibt es auch sehr wenig Arbeiten. Und natürlich kennen wir noch weitere innovative Psychotherapien und Kombinationsbehandlungen von Medikamenten und zum Beispiel Verhaltenstherapie entwickeln. Ja, danken möchte ich den Patienten, die mitgemacht haben, den Mitarbeitern am ZI, der Hertie-Stiftung, die den Vortrag heute ermöglicht hat und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch was wissen wollen, hier oben ist die Webseite von das Gehirn Info, wo dieser Vortrag auch erscheinen wird und Sie können natürlich auch mal beim ZI vorbeischauen. Vielen Dank.